Ich brauche einen schönen, starken Schläger, um bis zur West Wallaby Street zu kommen. Welchen soll ich nehmen? Mein Blistering Iron. Schade, dass das Loch nicht im Briefkasten ist, was, Gromit? Ich muss den Ball wohl von dort spielen, wo er sich befindet. Schon eine Spur vom Ball, Kumpel? Was zum Wallaces Ball? Och nee, dieser Flur ist zu klein für uns beide. Das hast du nicht gesehen. Und sie auch nicht. Was meinen Sie? Und hier kommt Wallace, der tollkühne Herausforderer. Er ist unserem Champion Dick. Ich habe den Ball, mein Freund. So, welchen Schläger nehme ich? Wäre nützlich zu wissen, wo das Loch ist. Als ob, ja, meine Damen und Herren, Wallace gönnt sich eine Denkpause. Er kann sich auch... Ah, Gefreiter, Irrsinnsspiel, was? Einen solchen Puls hatte ich nicht mehr, seit ich im guten alten Schützengraben lag. Damals haben wir auch ein paar nette Putting-Wettbewerbe veranstaltet. Hast du das gehört, Gefreiter? Was für eine Schlacht. Wer hätte gedacht, dass Golf der reinste Kampfsport ist? Hättest du nicht Lust, eine kleine Wette abzuschließen? Ganz recht. Glücksspiele sind eine üble Angewohnheit. Bitte keine Ablenkung. Dies ist der Moment der Wahrheit. Und der überlegt weiter. Ein spannender Moment, meine Damen und Herren. Dieser Schlag bedeutet viel für Wallace. Die Menge ist gebannt. Tja, und welchen Schläger nehme ich? Was meinst du, Kumpel? Und hier kommt Wallace, der toll... Ah, mein Witzebuch. Oh, der ist gut. Also, es mag Sie überraschen, aber ich bin ein fortgeschrittener Golfer.
Ich spiele mit strengen Vorgaben und Handicap. Sie? Mit strengen Vorgaben und Handicap? Ganz recht. Mein Handicap ist, dass ich die strengen Vorgaben nie erreiche. Mein Handicap ist, dass ich die strengen Vorgaben nie erreiche. Was hast du vor, Kumpel? Heiliges Kanonenrohr, das 18. Loch. Hey, fallen lassen! Tu doch was, Gromit! Noch ein Versuch? In Ordnung. Was ist denn das? Sie haben es geschafft? Er hat es geschafft, meine Damen und Herren. Wallace hat den Ball im 18. Loch des altehrwürdigen und neu entdeckten Golfplatzes des dornigen Dickicks versenkt. Wenn man bedenkt, dass der Vorsitzende McBiscuit das 18. Loch noch nicht einmal gefunden hat. Hiermit erkläre ich Wallace zum Gewinner des Vorstandsturniers und zum neuen Vorsitzenden des Golfclubs Dorniges Dickicht. Dann stimmt es also? Ja, die Ära des Duncan McBiscuit ist vorbei. Hoch lebe der Vorsitzende Wallace! Oh, bitte um mich brauchen Sie doch kein solches Aufheben zu machen. Ah, da ist ja Wallace. Ich habe das Spiel im Radio verfolgt. Dies ist ein Neubeginn für das dornige Dickicht. Ja, ein Zeitalter der Freundschaft und des Friedens, da jeder zu seinem Recht kommt. Nicht wahr, Wallace? Nun ja, also, ja. Das hoffe ich natürlich. Wie auch Gromit bestätigen wird, war ich schon immer sehr... Gromit? Hunde sind im Club nicht erlaubt, Kumpel. Du musst leider draußen warten. Und jetzt zu meiner ersten offiziellen Amtshandlung als Vorsitzender. Frische Sauerteigfladen für alle? Nein, Major Crumb. Meine erste offizielle Amtshandlung besteht darin, die Urkunde des alten Rory McBiscuit zu zerreißen und die West Wallaby Street vor dem Bulldozer zu retten. Ah, natürlich. Prächtig, prächtig. Nur zu, Wallace. Wo ist er? Wo ist der kleine, gemeine Gipskopf? Sie meinen den Vorsitzenden Wallace? Er ist da drüben und zerreißt die Urkunde. Das kann er doch nicht machen! Natürlich kann er. Das Turnier ist vorbei und er hat sich den Sieg redlich verdient. Sie vergessen wohl die Sudden-Death-Runde. Sudden-Death? Ja, das ist die Runde,
in der ich für sein plötzliches Ablegen sorge. Ich würde Ihnen das Ding lieber ordentlich über den Schädel ziehen. Ich verarbeite alle zu Hackfleisch. Halt! Im Namen des Gesetzes. Ich ordne hiermit die unverzügliche Schließung. Was denn? Schon wieder? Ja, schon wieder. Wegen des Verstoßes gegen das lokale Zusatzgesetz Nummer 682, welches das Verfüttern von Pflanzen der Gattung Polyporus, auch bekannt als Kugelpilz, an Sciurus carolinensis, das gemeine Grauhörnchen, verbietet. Und da sich das Vergehen auf dem Anwesen des Golfclubs Dorniges Dickicht ereignete, bleibt mir keine andere Wahl als... Zusperren, abreißen und die Reste vergraben. Wir wollen dabei zusehen. Genau. Das Dornige Dickicht hat ein für alle Mal genug Ärger gemacht. Bringen Sie mich freundlicherweise ins Vorne, lasst das Gesetz nun mal alles ganz schlau. Wer hat sich an meinem drehbaren Ventilator zu schaffen gemacht? Er dreht sich nicht mehr. Es würde mir ja nichts weiter ausmachen, aber ich habe Wochen auf diese Lieferung gewartet. Ich meine, ich schließe mich wohl besser an. Man kann sich ja nicht mal mehr umdrehen. Habe ich was Wichtiges verpasst? Nun ja, ich habe eigentlich noch nichts unternommen. Wie Sie sehen, sind wir hier eingesperrt wie die Ölsardinen im Schnellkochtopf. Und ich würde gerne erst unsere Fluchtmöglichkeiten durchdiskutieren, bevor ich... Durchdiskutieren? Papalapap, sind Sie ein Schwafler oder ein Anführer, Wallace? Nun ja, ich würde sagen... Schwafler schwafeln, Anführer handeln. Das ist ja eine Falle. Es ist alles unter Kontrolle. Bestimmt gibt es einen einfachen Weg, das Schloss zu deaktivieren. Es ist eine Sandfalle. Kein Grund zur Aufregung. Ich habe eine Idee. Aber um sie in die Tat umzusetzen, muss ich ans Fenster. Genau. Rutschen Sie ruhig auf Schlagweite ran. Major Crumb, könnten Sie auf den freien Platz rutschen? Ein Flankenmanöver, wie? Brillante Strategie! So, Fräulein Flitter, wenn Sie jetzt bitte auf den freien Platz schlüpfen würden. Neben Sie, einem golfspielenden Frauenhelden, der mit den Gefühlen meiner Felicity gespielt hat? Wohl kaum! Aber Tante Prudence! Eine Dame muss sich unbedingt eine gewisse Würde bewahren. Herr Pennier, hätten Sie was dagegen, kurz mal beiseite zu rutschen? So? Sie sehen, Herr Pennier, was alles hätte vermieden werden können, wenn Sie nur einen anderen Kandidaten für die Mitgliedschaft gewählt hätten. Sie sind doch jetzt im Club, oder? Zufrieden? Fräulein Flitter, winden Sie sich doch mal... Wie bitte? Auf den freien Platz. Ach so. Oh, hallo, Felicity. Danken. Warum nur, Felicity? Wie kannst du mir wegen eines Klappspatens wie Wallace den Laufpass geben? Ich habe kein Interesse mehr an Wallace. Ich habe grundsätzlich kein Interesse an Männern, die Golf spielen. Och, ich hätte es doch aufgegeben. Für dich, mein Mädel. Wirklich? Ja. Seit du mir den ersten Korb gegeben hast, weiß ich, dass du die Richtige für mich bist. Ich habe versucht, meine Gefühle in ein Gedicht zu gießen, aber ich bin nicht gut mit Wörtern. Deine Augen sind tief wie der schlammigste Teich. Deine Zähne sind mächtig und dabei so bleich. Du weißt es noch. Natürlich. Auch deine Augen sind gar nicht so scheußlich.
So, Fräulein Flitter, wenn Sie sich jetzt einfach mal rüberschwingen würden. Also wirklich? Auf den freien Platz. Nicht das Radio verstellen, guter Mann. Ich meine, Hund. Später kommt vielleicht eine Sendung, die ich mir anhören will. Könnten Sie ein bisschen rutschen, Frau Gabberley? Na, ich versuch's mal. Ich sage es ungern gerade jetzt, Herr Panier, aber da ist noch eine Rechnung offen für dieses Pattermagazin. Ich komme nicht an meine Brieftasche heran, Frau Gabberley. Natürlich nicht, mein Lieber. Wir regeln das später. Wachtmeister Dippens, also wenn Sie es schaffen zu rutschen... Ich gebe hier die Befehle, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Und ich befehle hiermit, etwas zu rutschen. Major Crumb? Direkt vor Ihnen, Wallace. So, Herr Panier, wenn Sie... Ich soll rutschen, ich weiß. Frau Gabberley? Ich weiß schon Bescheid, mein Lieber. Fräulein Flitter, könnten Sie vielleicht... Mich neben einen Mann wie Sie stellen? Kommt nicht in Frage. Fräulein Flitter, würden Sie... Entschuldigung, Herr McBiscuit, könnten Sie vielleicht Ihr Gewicht kurz etwas zur Seite verlagern? Ich würde gerne Ihren Allerwertesten nach vorne verlagern. Dafür, dass Sie uns in diesen Schlamassel gebracht haben. Also bitte danken. Schon gut, mein Mädel, schon gut. Wachtmeister Dibbles? Vielleicht mach ich's, vielleicht aber auch nicht. Fräulein Flitter? So eine Unverschämtheit! Herr McBiscuit! Ach, halten Sie die Klappe! Ich rutsche ja schon. Wachtmeister Dippens, wäre es Ihnen möglich, ein bisschen zu rutschen? Es ist mir weder möglich, noch ist es mir gemäß der gültigen Gebäudevorschriften gestattet. So, das hätten wir. Vielen Dank allerseits. Nun kann ich endlich meinen Plan ausführen. Hilfe! Gromit! Tu was! Hilfe! Rette uns, mein Junge! Die Sanduhr läuft gegen uns! Warum brauchst du so lange, mein Junge? Gromit! Was ist los da draußen, Gromit?
jetzt hier raus! Hilf uns aus der Patsche, Kumpel! Unternimm was! Hilfe! Warum brauchst du so lange, mein Junge? Danke, mein Lieber. Nahfreunde sind eine feine Sache, aber das hier war doch etwas zu nah. Warum die Leute so erpicht auf Golfclubs sind, ist mir ein Rätsel. Es war dir also wirklich ernst mit dem, was du da drin über deine Pläne gesagt hast, den Golfclub Dorniges Dickicht zu verlassen? Für dich, mein kleines Hochland-Heidebüschlein, tue ich alles. Ich glaube, du hast mir diesen jungen Herrn noch nicht vorgestellt. Du bist ja so romantisch. Ein Sandbad, sehr erfrischend, befreit die Poren. Erinnert mich an die guten alten Zeiten in der Sahara. Wissen Sie, Wachtmeister Dibbins, es kursiert das Gerücht, dass der Golfclub Dorniges Dickicht bald wieder aufmacht. Und ich habe gehört, dass ein gewisser Gemüseladen auch demnächst seine Wiedereröffnung feiern darf. Tja, alter Knabe, ich würde sagen, dass der erste Auftrag der goldenen Spürnasen doch recht... Wallace, es ist mir ziemlich unangenehm. Ich weiß ja, was Sie für mich empfinden. Ach, tatsächlich? Aber Sie müssen verstehen, dass ich in diesen schicksalhaften Augenblicken herausgefunden habe, dass mein Herz einem anderen gehört. Ah, verstehe. Sagen Sie bitte nichts, was unseren Schmerz noch in die Länge ziehen würde. Ich muss Ihnen dies hier zurückgeben. Mann, oh Mann, Kumpel, das war an einem einzigen Nachmittag zweimal ganz schön knapp. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich könnte wirklich ein Tässchen vertragen. Oh, halt, Moment! Zeit für etwas Käse, oder Gromit? Was hättest du gern, mein Junge? Edamer oder Wensleydale?